Hey Leute, es geht weiter mit Tomb Raider und ja, hier ist ein Flugzeug abgestürzt. Lara möchte den Piloten finden und ich glaube, jetzt habe ich hier alles abgegrast. Das Spiel ist mir leider gerade eben noch abgestürzt und ich habe geguckt, ob ich jetzt wieder alles eingesammelt habe, was vorher auch eingesammelt wurde. Und wenn nicht, dann sehe ich es vielleicht nochmal ein andermal. Ich gucke hier auch in die Ecken und so, man weiß ja nie. Überall brennen die Wrackteile. Ja, ich weiß, wo lang. Guck mal, da oben. Oh, da oben. Und hier auch noch. Gibt es Dinge zum Einsammeln. Ganz viel Muni zum Beispiel. Da unten waren wir schon, aber da hinten ist noch was. Was ich wahrscheinlich im letzten Part schon eingesammelt hatte. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Weiß ich gerade gar nicht. Da sind noch Pfeile. Hab aber alle. Waren wir hier schon? Ha? Dieses Ding auch nochmal. Es bringt uns aber, glaube ich, nichts. Ja, hier gibt es so viel zu entdecken. Ich, ja. Vor allem können wir jetzt aber dieses hier immer mal aufreißen. Diese Türen, das ging ja vorher nicht. Das machen wir jetzt natürlich. Ich weiß nicht, warum mein Spiel im Moment immer so stockt. Ich habe auch schon Reinigungsprogramme im Hintergrund durchlaufen lassen. Ich hasse sowas, echt. Wenn das auch so grundlos ist auf einmal. Das mag ich nicht, aber das wisst ihr ja so. Endlich mal einer in Augenhöhe, sodass wir das Ding, oder in Reichweite, sodass wir das Ding auch mal runterholen können. Supi, supi. Ja. Was bringt das, dass ich da so ein... Ich glaube, dann kann man sich von da oben runterfallen lassen oder so. Was ist denn Tolles hier, dass wir hier oben sind? Ach so. Aha. Da gibt es schöne Sachen zu entdecken. Wie zum Beispiel, was ist das, ein Grab hier? Nein. Schade. Wir hatten schon lange keins mehr wieder. Das können wir noch nicht machen. Oh, ein Vogelnest. Eierwilderin. Neue Herausforderung. Wir dürfen jetzt Vogelnester auch jagen. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Okay. Nee, das bringt nichts. Das ist cool, ha? Huh? Waren wir hier nicht schon mal? Es sieht alles so verdächtig ähnlich aus hier. Ich weiß, da hinten war bestimmt noch mehr wieder. Aber wir sind irgendwie schon eigentlich auf dem richtigen Weg. Aber, weil Kiste gesehen wollte ich haben. Also komme ich her. Ja. Ich kann es auch nicht lassen, ne? Kreuz und quer laufe ich hier durch die Gegend. Ich bin einfach aber auch unschlüssig. Ah, hier ist der Hang, wo wir runterkamen. Und da ist noch eine Kiste, die ich nämlich hatte. Ja, immerhin. Nochmal wieder was gefunden. Noch mehr Bergungsgut, Bergungsgut, Bergungsgut. Wir wollen gerne mehr Bergungsgut, Bergungsgut, Bergungsgut. Und noch eine Tür, die ich aufmachen kann.
Was ist denn da wohl hinter? Ach, Bergungsgut. Hey. Muni habe ich voll. Aber das hatten wir noch nicht. Hoffentlich. Benutzt in der traditionellen japanischen Kräuterheilkunde oder Kampo. Die Fiole wurde anscheinend vor vielen Jahren versiegelt. Das sind wahrscheinlich Maitake-Pilze zur Stärkung des Immunsystems. Auch bekannt als tanzende Pilze. Ja, dann kannst du ja gleich deinen Freunden und dir selber ein paar reinschmeißen. Wenn das das Immunsystem stärkt, dann immer her damit. Ich hoffe, mit nicht irgendwelchen merkwürdigen Nebenwirkungen. Das wäre wahrscheinlich nicht so toll. So, ganz viel Flugzeug, da ist der blaue Nebel. Was ist, wenn ich hier noch weiterlaufe? So, ist da noch ein Vogelnest? Ein Vogelnest. Kein Vogelnest. Schade. Dann nicht. Ah, da könnten wir natürlich auch an die Mauer springen. Hui. Dann klettern wir mal. Ich habe bestimmt da unten noch ein paar Sachen übersehen. Also man übersieht immer irgendwas. Aber was soll's. Gehen wir mal weiter. Ich meine, einen Kleinkram kann man auch hinterher einsammeln. Wobei ich gerne euch auch zeige, so was es so zu finden gibt auf der Insel. Das macht das Ganze ja auch so schön, lebendig und so. So, genau, hier war ich ja jetzt schon. Jetzt zünden wir die hier auch an. Bringt uns das eigentlich irgendwas? Dass wir diese Dinger hier immer anmachen. Ich hatte ja mal irgendwann gefragt, wer die eigentlich hier immer anmacht. Vielleicht war es ja Lara selber und sie erinnert sich nur nicht daran und war schon mal auf der Insel und so Inception-mäßig, keine Ahnung. Spannende Geschichte erfinde. Aber okay. Das wäre jetzt zu weit hochgegriffen. Belassen wir es mal lieber dabei. Ja, hier war ich ja schon. Da bin ich ja runtergegangen. Waren wir da schon? Ist das das Grab, was wir schon mal angeguckt hatten? Ist das dieselbe Stelle? Ich weiß nicht. Das sieht so aus wie das Grab, wo wir schon mal waren. Ja, ne? Oder? Ist das das Grab der Unwürdigen? Gehe ich mal eigentlich davon aus, wenn jetzt hier wieder diese Feuerstelle links ist. Sieht genauso aus, oder? Aber dann würde sie doch auch was sagen, oder? Oder? Ja, das ist das Grab der Unwürdigen. Macht aber nichts, dann können wir hier mal unsere Sachen aufbessern. Zum Beispiel haben wir unseren Bogen jetzt aufgebessert und wir können unsere Ausrüstung auch noch weiter verbessern. Und ja, das machen wir alles mal. Das ist sehr, sehr schön. Cool. Schlüsselringabzug haben wir jetzt zum Beispiel. Und er sieht auch immer besser und hochwertiger aus, woher auch immer auf einmal die schönen Schnitzereien herkommen. Oder sie hatte den gefunden. Ich weiß es gerade nicht, weil der sieht halt viel besser aus als den sie am Anfang hatte. Aber okay, wir freuen uns darüber natürlich. Ich will mich nicht beklagen. Können wir das Ding auch aufbessern? Nee, es kommt mit der Zeit dann. Obwohl. Belüfteter Schlitten. Ne? Ist alles toll. Die werden immer besser, die Waffen. Ich sag's euch. Aber jetzt haben wir halt nur noch 47 Punkte. Das reicht nicht. Können wir mit den Fähigkeiten noch was... Nee, wir haben 0 Fähigkeitspunkte. Schade. Schade. Aber ich belasse es mal beim Pilotenoutfit. Wir gehen wieder zurück. Und haben uns verbessert. Und automatisch gespeichert, was mir auch immer wichtig ist. Damit ich immer... so einen Zwischenspeicherpunkt auch habe. Würdet ihr euch trauen, in solche Höhlen reinzugehen und die alleine zu erforschen? Ich meine,
Wärt ihr jetzt zufällig sowieso schon da alleine und würdet da rumlaufen und was weiß ich, würdet ihr reingehen in die Höhle? Hättet ihr Angst vor irgendwelchen Tieren? In diesem Fall ja vielleicht sogar auch irgendwelchen eingeborenen Menschen, Leuten, die euch was tun wollen. Eher draußen aufhalten oder drinnen? Ich glaube, als Schutz und zum Schlafen würde ich schon rausgehen. Definitiv. Ich meine, in eine Höhle reingehen. Wieso leuchtet das Ding jetzt schon wieder nicht mehr? Ich habe das doch angemacht. Es muss doch weiter leuchten. Kapiere ich nicht. Gut. Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Komme ich hier denn jetzt aber überhaupt weiter? Oder muss ich wieder runter? Ach, nö, ne? Ich dachte, ich kann jetzt hier hochklettern. Ist hier keine Kletterwand? Dann gehen wir eben da hoch. Das geht ja auch. Genau. Ja, dann war das hier. Also als Schutz für die Nacht zum Schlafen und pipapo würde ich schon in eine Höhle gehen und dann halt mich wieder auf die Socken machen. Aber ich weiß nicht, ob das so ein Stammlagerplatz wird, weil wenn man immer an einen Ort wieder zurückkehren muss, dann kommt man ja auch nicht wirklich weiter. Wo hat sie denn da gerade hingeguckt? Weiß ich nicht. Ist das überhaupt schlau, dass ich jetzt hier wieder hochkletter? Ah, die können wir jetzt auch anmachen. Super, 5 Statuen. Ja, hier waren wir doch schon. Jetzt laufe ich doch total falsch dann, oder? Oder? Muss ich da hin? Aber jetzt sehen wir das ja gar nicht mehr. Ich meine, wir sehen den Qualm gar nicht mehr. Laufe ich nicht voll weg gerade? Aber anscheinend kann ich ja hier immer noch Sachen machen. Von daher, ne, machen wir die mal. Könnten wir uns doch hier runterlassen? Was ist das da unten eigentlich? Ja, das musst du da jetzt ranwickeln hier, oder? Da. Mach das ran. Hä? Das geht ja so rum anscheinend nicht. Aber wenn man das da unten ranschießen könnte, dann... Ja, dann könnte man sich hier runterhangeln. Dingsen, wisst schon. Geht aber anscheinend nicht. Schade. Ja, ich weiß auch nicht. Klappt anscheinend nicht so gut. Was ist denn hier? Ah, da ist noch eine Statue. Ja, dann, wir machen die alle an. Das ist gut. Oh, oh, oh! Ja, auf einmal war ich hier. Das war gefährlich und damit habe ich hier gar nicht gerechnet auf einmal.
kamen die hier um die Ecke? Kein Plan, wo die auf einmal herkommen? Ich bin ganz still geworden und ja... Ist schön. Ja, ganz toll. Ganz toll. Ich fühle mich total toll. Wo Gegner sind, ist es ja aber doch meistens richtig. Von daher gehe ich eigentlich mal davon aus. Und du kannst es nicht daran knoten. Anscheinend nicht. Gut, dann nicht. Dann gehen wir aber hier lang. Da ist auf jeden Fall so ein Knotending. Wunderbar. Ich glaube, wir sind doch auf dem richtigen Weg. Ja. Oh, da unten ist noch was zu holen. Ja, nun lass dich doch mal fallen. Wir können ja wieder hier hoch. Sollte ja gar kein Problem sein. Jemand hat sich dieses Foto oft angesehen. Es wurde häufig zusammen und auseinandergefaltet. Er kehrte nie nach Hause zurück. Diese Insel hat so viele Leben gefordert. Ja, irgendwie schon. Aber toll, dass man auch so Fotos auch noch findet und so. Ich finde das total cool. Das macht das so echt irgendwie, als ob es diese Insel wirklich geben würde. Da ist noch was zu holen. Vielleicht ein Nest oder was anderes. Ich weiß es nicht. Ein Nest. Und auf der Seite ist auch noch was. Aber wie komme ich darüber? Keine Ahnung. Ah, hier können wir auf jeden Fall auch noch rüberschießen. Also, wir schaffen es vielleicht in diesem Part doch nicht, zum Piloten zu kommen. Aber dafür haben wir ganz viel nebenbei gemacht und die Insel wieder ein bisschen mehr kennengelernt. Definitiv. Und ich könnte jetzt natürlich durchrasen und die Hauptquest machen. Aber wozu? Wenn wir so schöne Eindrücke haben können. Also, ich finde das toll. Und es macht auch total Spaß, neue Wege so zu erkunden und so. Noch ein Nest. Geschafft. Was haben wir hier? Es ist Zeit, dass ich diese verfluchte Insel verlasse. Ich habe genug von Yamatai gesehen. Ich kann die Macht der Sonnenkönigin nicht erklären, aber sie stammt nicht von dieser Welt. Wie vermutet, kannte sie mein Ansinnen schon, als ich die Insel erstmals betrat. Sie hat mich manipuliert, um zu erfahren, welche Informationen ich suche. Aber sie wusste es immer. Sollte ich diesen Ort lebend verlassen dürfen, muss ich meinen Herrn warnen, dass wir Yamatai um jeden Preis meiden sollten. Wollen wir Zugang zu ihrem Meer, sollten wir bezahlen, was sie verlangt. Aber wir sollten die Sonnenkönigin niemals brüskieren, denn das wäre unser sicherer Untergang. Von dem, was ich sonst gesehen habe, jenen finsteren Schrecken, kann ich nie widersprechen. Ja, das ist natürlich krass, was der dann da entdeckt hat und erlebt hat, dieser Botschafter. Aber irgendwie stellt sich mir auch immer noch die Frage, ist die Sonnenkönigin denn jetzt böse? Oder ist sie gut? Oder wie so eine Art Gleichgewicht? Da möchte ich auf jeden Fall auch nochmal hin. Und das sieht schon fast wie eine Statue da rechts an der Wand aus, wie ein Abbild der Königin. Ich weiß es nicht so richtig. Haben wir denn hier eine Möglichkeit, weiter voranzukommen? Da könnte ich auf jeden Fall jetzt auch direkt rüber, dann darüber, dann wären wir schon mal auf der Seite. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Ja, da muss ich aber erstmal hinkommen, um da irgendwie... Hier. Ich muss darüber. Das ist der Rauch, da wollen wir sogar hin. Super. Können wir dann aber auch da wieder zurück? Ich mache kurz einen Schlenker. Oder soll ich diesen Schlenker lieber nicht machen?
da und da und da lang, weil dann geht's nach oben. Na gut, dann gehen wir mal rüber. Na komm. Sehr, sehr stürmisch. Oh, sehr, sehr stürmisch. Gerade noch gerettet. Wo ist der hin? Das sind auch alles so zerfetzte Flaggen hier von irgendeiner eigenen Kultur, so sieht das aus. Und ja, wir sind an der Stelle mit dem blauen Rauch und haben es geschafft. Zurück können wir hier allerdings nicht mehr. Ich hoffe, dass ich da hinten dann noch wieder hinkomme. Und ja, ob wir dann den Piloten finden oder nicht, sehen wir im nächsten Part. Bis dann!